Wir sind jetzt der ganz harte Kern. Insofern werde ich jetzt zwar ein, zwei Fragen stellen und hoffe, dass die Diskussion hier beginnt. Schlage dann aber auch durchaus vor, dass, wie soll ich sagen, die andere Seite vom harten Kern, der nämlich nicht auf dem Podium sitzt, genauso sich in die Diskussion mit Fragen noch einbringen kann. Meine erste Frage geht an Miriam Wenzel. Das Jüdische Museum ist ja, wie soll ich sagen, ein mittelgroßes Museum. Wir haben hier ja sehr Vertreter von sehr unterschiedlichen Institutionen, also große Institutionen wie die DNB oder das Bundesarchiv und eben mittelgroße und kleinere Institutionen wie das Jüdische Museum oder eben auch etwas, was gar nicht eine traditionelle Institution ist, sondern zivilgesellschaftliches Engagement oder bürgerschaftliches, Zivilgesellschaft ist ein falscher Begriff, bürgerschaftliches Engagement fördert, die Wikimedia. Wie sieht das aus deiner Sicht aus? Zusammenarbeit, was sind in deinen Augen die Bedingungen für Zusammenarbeit, dass das funktioniert und gibt es etwas, was du aus dieser Konferenz mitnimmst? Ich kann ja nur sagen, ich bin ganz begeistert über die Art und Weise, wie Zusammenarbeit im Rahmen dieser Konferenz funktioniert hat und auch gerade mit dem Jüdischen Museum hier. Aber trotzdem die Frage, was sind Bedingungen für gutes Zusammenarbeiten und was gibt es da vielleicht auch noch, was man sich wünscht, was sich verbessern kann? Also erstmal möchte ich deine Begeisterung zurückgeben an alle Partnerinnen und Partner. Ich finde, über die letzten 7 Jahre ist hier wirklich ein veritables Netzwerk entstanden im Hintergrund von dieser Konferenz. Und das ist natürlich nur entstanden, weil wir zusammenarbeiten, obwohl wir ganz unterschiedliche Partner sind und sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Aber ich finde, das ist eine wirklich gelungene Form der Zusammenarbeit. Und ich finde, dass diese Konferenz das auch zeigt. Und da hast du einfach auch einen tragenden Anteil dran. Von daher vielen Dank dafür. Danke. Und jetzt zu der Frage. Also, das Jüdische Museum Frankfurt ist das erste Jüdische Museum Deutschlands. Es ist in der Größe, ich habe immer gesagt, ein mittleres Museum. Herr Köhne hat mir jetzt, also der Präsident des Deutschen Museumsbundes, gesagt, nein, es ist ein großes Museum. Also wir sind eine kommunale Einrichtung. Ich glaube, das ist der Unterschied zu anderen Einrichtungen hier. Das heißt, wir sind per se Teil des Frankfurter Museumsufers. Und in dem Sinne arbeite ich sehr eng mit allen anderen kommunalen Museen, die als solche vielleicht gar nicht zu erkennen sind, wie das Museum für moderne Kunst oder das Historische Museum oder das Museum angewandte Kunst. Wir arbeiten eigentlich relativ eng zusammen und ich muss sagen, ich genieße das auch sehr. Und für mich ist eine Voraussetzung für Zusammenarbeit, dass diese Art von selbstverständlicher, sozialer und struktureller Bezogenheit auf andere Einrichtungen gibt. Und ich finde das gar nicht selbstverständlich, weil ich habe vorher ja in der bundesunmittelbaren Stiftung des Jüdischen Museums Berlin gearbeitet, die wesentlich größer ist und die natürlich sehr viel stärker erstmal inwendig orientiert ist, eben weil sie größer ist und sozusagen mit ihrer eigenen Strukturentwicklung beschäftigt. In so einem etwas kleineren Museum, die immer noch in einem kommunikativen Zusammenhang agiert, ist es sehr viel einfacher, sich auf andere Einrichtungen zu beziehen. Und das ist natürlich auch nötig, weil wir einfach in finanzieller Hinsicht und natürlich in personeller Hinsicht nicht über die Ressourcen verfügen, um das, was wir machen wollen als Projekte und um unser Museum sozusagen in diese Stadt und auch über die Stadt hinaus zu setzen. Das können wir nur in Kooperation tun. Das können wir nur, indem wir auf bestehende Netzwerke aufbauen und die verstärken. Und dementsprechend ist eigentlich fast alles, was wir machen, suchen wir uns Kooperationspartner und machen die gemeinsam. Das
sind Veranstaltungen, das sind digitale Produkte, die wir entwickeln, zum Beispiel mit dem Historischen Museum Frankfurt. Das sind Plattformen, auf denen wir jetzt zum Beispiel eine Online-Ausstellung zu Ludwig Meidner veröffentlicht haben, wie auf der Plattform Künste im Exil. Also als eine kleinere Institution, kommunale Einrichtung, ist Zusammenarbeit für mich etwas, was sozusagen konstitutiv ist für das, was wir überhaupt tun. Ja, vielen Dank. Das ist eine gute Überleitung. Größe spielt eine Rolle, sozusagen eine mittlere Institution oder eine kleinere Institution, wo die Bezüge irgendwo noch deutlicher und klarer sind. Da ist das aufeinander bezogen sein und die Notwendigkeit von Kooperation ja sehr deutlich. Das ist ein guter Anlass, Herrn Hollmann anzusprechen. Herr Hollmann, das Bundesarchiv ist nun wirklich keine kleine Institution, hat einen verhältnismäßig klaren Sammelauftrag, der sozusagen sich im Kern ja um amtliche Überlieferungen drehend, irgendwo auch eine gewisse Abgeschlossenheit ist. Ist es da nicht so, sind Sie als Institution nicht ganz in sich ruhend? Sind Sie überhaupt auf Kooperation angewiesen und wollen Sie überhaupt die Zusammenarbeit? Ich frage das etwas rhetorisch, weil ich natürlich weiß, Sie sind Partner dieser Konferenz und allein diese Zusammenarbeit ist natürlich eine, über die ich mich sehr freue. Aber darüber hinaus einfach die Frage, wie sieht das für Ihre Institution aus und was sind dort die Bereiche, wo Sie Zusammenarbeit auch aktiv suchen oder wo Sie sie im Gegenteil auch ablehnen müssen? Zuerst muss ich ein bisschen klagen, denn im Gegensatz zu dem, was Sie behaupten, wir seien ein großes Haus, würde ich ganz provokativ mal sagen, wir sind ein kleines Haus. Denn es macht nicht die Zahl der Mitarbeiter und nicht unbedingt die Zahl der Akten. Und wenn wir dann sagen, 700 Mitarbeiter, 330 Kilometer Akten oder was da sonst so an Megazahlen zusammenkommt, das dividiert sich sehr schnell wieder, wenn Sie sich vorstellen, dass wir eben anders als in vielen anderen Ländern, wo es ein Staatsarchiv gibt, das wir sind, wo es ein Militärarchiv gibt, das wir sind, wo es ein Parteiarchiv gibt, das wir sind, wo es ein Filmarchiv, das wir sind. Und wenn Sie dann diese Personalkörper jeweils addieren würden, dann würden Sie feststellen, da ergibt sich doch ein Delta, das uns zu einer kleinen Einrichtung macht. Aber gleichwohl genug geklagt. Ja, das mit der Kooperation ist so ein doppeltes Ding. Zum einen ist es ja, was Archive angeht, was das Bundesarchiv angeht, so. Wir sind ein Staatsarchiv, letztendlich wie jedes andere staatliche Archiv auch, und haben einen ganz konkreten Auftrag zu erfüllen, den wir in gewisser Weise auf eigene Rechnung erfüllen müssen. Das bleibt gar nicht aus, dass wir uns da auch nicht der Hilfe anderer in dem Sinne bedienen können, aber wir sind natürlich darauf angewiesen, das Know-how mit anderen auszutauschen. Das gilt in all diesen Bereichen. Das gilt für die Filmarchivierung. Wir haben eben über einen der beiden Flügel der Filmarchivierung gesprochen. In anderen Kontexten streiten wir viel mehr über das Thema des Originalerhalts, gerade im Bereich Film, hochproblematisch, oder der Ersatzformen, die analog oder digital gefunden werden können. Das war heute beruhigend für mich, dass wir mal so einen Konsens hatten, dass wir über den digitalen Erhalt von Filmen vor allem oder mal davon ausgehen, dass das die Normalform ist. Aber es geht um die digitale Langzeit. Ja, wir streiten immer über das Wort Langzeitarchivierung. Das ist für mich wirklich ein klassisches Handy ad join, weil sich archivieren lässt sich gar nicht Kurzzeit denken. Aber es ist völlig klar, auch da gibt es Dinge, die müssen wir in gewisser Weise alleine bewältigen, weil wir nun mal in der Bundesverwaltung drin hängen und wir auch ein Stück angewiesen sind darauf, wie sich Bundesverwaltung, E-Akte, elektronische E-Government entwickelt. Und das ist der Bezugsrahmen, in dem wir uns auch selber weiterentwickeln. Aber dass wir das immer in dem Kontext anderer vergleichbarer Einrichtungen tun. Denn um ehrlich zu sein, es ist für mich gar kein Wert an sich, mit allen Dingen immer das Ei des Kolumbus erfunden zu haben oder der Erste mit etwas zu sein. Ich bin viel lieber der Zweite, wenn ich weiß, dass jemand anderes schon etwas Konsolidiertes erfunden hat und ich gegebenenfalls ein Ergebnis abgreifen kann, ohne Kinderkrankheiten.
Also das, was viele Institutionen oder was früher so eine Zeit lang üblich war, dass man meinte, immer was Eigenes haben zu müssen oder der Erste zu sein, das kann gar nicht der Ehrgeiz einer Institution sein wie das Bundesarchiv, denn sonst würden wir uns heillos zerfasern mit dieser Ehrpusseligkeit. Ich denke, dass der zentrale Punkt, um jetzt auch auf weshalb mir diese Kooperationsform so wichtig ist, ist einfach, dass Archive nicht dazu da sind, Dinge zu sichern und Langzeit zu archivieren, sondern dass wir dazu da sind, langzeitmäßig das, was wir archiviert haben, zur Verfügung zu stellen. Also Zugang jetzt, heute, morgen und langzeitmäßig zu gestalten. Und das ist ein Punkt, bei dem man viel voneinander lernen kann. Und ein zweiter Punkt, der mir immer ganz wichtig ist, wenn wir jetzt über den archivischen Kontext reden, anders als Bibliotheken, die ja bisweilen doch überlappend und parallel zueinander arbeiten, ist es ja der große Vorzug von Archiven, dass wir eigentlich nie konkurrieren, sondern immer komplementär sind. Was wir haben, haben andere nicht. Und was andere haben, haben wir nicht. Von daher gibt es da keine Konkurrenz, aber es gibt sehr wohl ein aufeinander bezogen sein bei der Überlieferungsbildung, dass es für mich durchaus wichtig macht, dass bestimmte Themen, die für diese Gesellschaft, für Forschung, für die Allgemeinheit wichtig sind, die nicht im Bundesarchiv dokumentiert werden, aber anderswo genauso gut sichtbar sind. Und das heißt, da entsteht für mich ein Stück Verantwortung der Großen für die Kleinen. Denn wir tun immer so, als sei es ganz normal, dass eine Institution auch einen Online-Auftritt hat, dass sie Metadaten online stellt, Digitalisate online stellt. Es gibt Tausende, Hunderte, Tausende vielleicht sogar von Archiven und archivischen Einrichtungen, die das nicht haben und die darauf angewiesen sind, dass die Großen irgendwie einen Rahmen bereitstellen, in dem die Kleinen mit können. Wobei also dann Groß und Kleinkeit nicht wertend ist, sondern das ist dann wirklich bezogen auf die Möglichkeiten und auch auf die Stabilität. Wir haben heute schon ein paar Mal auf Stabilität verwiesen. Mein großer Vorteil ist, es gibt jedes Jahr einen Bundeshaushalt und da steht jedes Jahr das Bundesarchiv drin. Es steht nie genug drin, dessen bin ich schon der Meinung, aber ich bin mir sicher, es steht immer etwas drin. Und das ist schon eine beruhigende Situation. Das ist wohl wahr. Und ich nehme auch an, in der letzten Definition verstehen Sie sich dann als großes Archiv. Ich fand es aber sehr interessant, diese strukturelle Herangehensweise, sozusagen Archive aufgrund der, wie soll ich sagen, der Eigenart der Sammlung sind immer komplementär und damit immer in einem Beziehungsgeflecht, wenn man sich gegenseitig ergänzen muss. Also insofern auf Kooperationen ausgerichtet und zwar strukturell. Das ist, lassen Sie mich vielleicht ganz ein aktuelles Beispiel geben. Wir diskutieren ja spätestens seit letzten Sonntag wieder über Stammheim. Sie werden nicht alle Unterlagen zu den Stammheim-Prozessen und zu Stammheim im Bundesarchiv finden, obwohl jeder denkt, das ist ein Thema von bundesweiter Bedeutung, sondern das verteilt sich genauso über das Landesarchiv Baden-Württemberg, wie eben über die Archive der neuen sozialen Bewegungen, die da die Gegenseite darstellen. Also von daher, das Bundesarchiv hätte gar keine Chance, ein solches Thema auf sich beziehen zu können, sondern wir sind darauf angewiesen, wenn wir einen breiten Diskurs darüber unterstützen wollen, auch die anderen mit einzubeziehen. Frau Ningemann, ich hatte die Tage hier den Eindruck, immer wenn es um irgendwelche Kooperationen ging, kam die DNB darin vor. Sie machen unglaublich viel, ob das Standardisierung ist, ob das das Engagement in den Verbünden ist, ob das die Hilfestellung bei der Zeitschriften, bei den E-Papers sind, wo sie die Regionalfenster unterstützen. Ich habe fast den Eindruck, für nicht rechtsfähige Verbünde wie Nestor oder auch die DDB sind so ein bisschen so etwas wie ein Waisenhaus, die fehlende Rechtsfähigkeit quasi ersetzt. Gibt es denn überhaupt noch Bereiche, wo Sie sich vorstellen können, wo Sie sich mehr Kooperation wünschen, wo etwas da ist, wo Sie noch nicht kooperieren, aber das sich wünschen? Oder sagen Sie, ach, jetzt ist auch mal gut?
Da kriegen wir wahrscheinlich nie genug, was das Kooperieren angeht, weil uns immer wieder was einfällt, was wir noch viel besser machen könnten, wenn wir denn die richtigen Partner dafür hätten. Und ich nehme zwei Beispiele. Das eine ist das, was auch zu unserem Sammelauftrag gehört, nämlich das Web da draußen zu sammeln, das deutsche Web, was immer das ist. Also wir wollen jetzt nicht über die Inhalte da reden, aber es gibt da draußen Publikationen, die frei zugänglich sind und die der Definition unseres Sammelauftrags so entsprechen, dass wir es sammeln müssen. Das tun wir sehr rudimentär. Wir würden es gerne viel stärker tun und wir schauen gerade, ob es möglich ist, zum Beispiel mit dem Internet Archive an der Stelle zu kooperieren. Denn das Internet Archive tut das für die ganze Welt, was wir für Deutschland tun möchten. Und da bietet es sich eigentlich an, dass man da mal miteinander redet. Sie können sich vorstellen, das ist schwierig. Dann sind wir wieder bei den Strukturen. Was macht Kooperation durchaus schwierig? Mit einem privatwirtschaftlich aufgestellten Archiv in den Vereinigten Staaten und einer deutschen Anstalt öffentlichen Rechts, da gibt es schon Unterschiede. Das andere, das ist hier gerade im Hintergrund, also Wikimedia, Wikidata, da haben wir eine lange Tradition von Zusammenarbeit, aber eine, die auch noch viel stärker sein könnte. Und da würde ich mir auch zum Beispiel erhoffen, dass wir für unsere Metadaten und unsere Normdatei, dass wir da wesentlich stärker auf Fischfang gehen könnten und die Daten auch regelmäßig abgleichen, dass man es nicht nur einmal holt oder einmal gibt oder einen Link setzt, sondern dass man viel stärker solche Sammlungen von wunderbaren Daten abgleicht. Und bevor ich jetzt hier noch weitere Sachen erfinde. Also nein, wir kriegen den Hals nicht voll, Dankeschön, wir würden gerne auch weiter kooperieren. Das finde ich toll, das finde ich ganz großartig. Wie sieht das denn aus der europäischen Perspektive aus? Wir haben sehr viel hier gehört, auch über Projekte, die sehr weit über die nationalen Grenzen hinweg reichen, teilweise auf Europa bezogen, aber auch sehr häufig darüber hinaus. Wie sieht das aus einer europäischen Perspektive aus? Was kann da und was sollte dort an Zusammenarbeit noch weiter gefördert werden? Und inwieweit, was kann man tun, um auch Sprachbarrieren und auch Rechtsbarrieren, wir wissen alle, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen in Europa alles andere als harmonisiert sind, um dort trotzdem weitere Zusammenarbeit zu ermöglichen? Ich denke, wir sind in einem, es ist ja ein fortschreitender Prozess, die Zusammenarbeit. Und wir haben ja sehr viele Beispiele hier auch gehabt, wo man gesehen hat, wie über die letzten 10, 15 Jahre europäische Zusammenarbeiten entstanden haben, sich weiterentwickelt haben. Und wir haben jetzt einen Zeitpunkt, und das finde ich ist gestern sehr gut auch in der Einführung klar geworden, zu dem die Europäische Kommission erkannt hat, dass dies auch ein Thema ist, insbesondere auf den Bereich Kulturerbe bezogen. Und das ist eine Situation, die wir lange nicht hatten. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Förderprogramme angeschaut hat, war der Bereich Kulturerbe aus denen war fast ganz rausgefallen. Der ist dann doch noch mal wieder reingekommen. Wir haben jetzt anlässlich des nächsten Jahres zum Beispiel einen Förderaufruf nur für Projekte, die Kulturerbe bestreiten und das in der Zusammenarbeit über, also immer mit mindestens drei europäischen Ländern. Ich denke, unsere Situation, dass wir eben jetzt über die Zusammenarbeit sprechen, ist insofern sehr gut, weil wir jetzt eine Möglichkeit haben, uns zu überlegen, was ist denn, was wir fordern für die Zukunft, was ist für Richtung Politik fordern. Und das sind ja jetzt Dinge, die wir heute und gestern uns auch überlegt haben. Ich fand auch, dass Jill Cousins das sehr klar in ihrem Vortrag nochmal gesagt hat, wir müssen jetzt liefern. Die Situation ist da, man schaut auf den Bereich, man erkennt, dass Kulturerbe eine auch Bedeutung für Europa hat und daran kann man jetzt anknüpfen. Und ich denke, wir sind dann natürlich diejenigen oder die Institutionen sind diejenigen, die dann die Zusammenarbeiten
die notwendig sind, auch inhaltlich definieren müssen. Das ist nicht etwas, was wir uns dann wieder von oben diktieren lassen, sondern ich fand das auch in der gesamten Tagung sehr gut zu sehen, dass letztlich die erfolgreichsten Zusammenarbeiten da sind, wo sich Personen auf Augenhöhe begegnen, Institutionen auf Augenhöhe, die eben auch das Interesse der gleichen Art irgendwo haben und nicht jemand von oben die Idee hat, wir müssen eine Zusammenarbeit aufbauen. Ja, ich muss sagen, das ist mir auch aufgefallen hier. Nichts ist überzeugender als gelungene Zusammenarbeit. Nichts ist überzeugender als Dinge, die funktionieren. Nichts ist überzeugender als Archivierungssoftware, die funktioniert. Nichts ist überzeugender als eine Kooperation, die das Bildarchiv Marburg Drucke ins Netz bringt. Das ist ganz wunderbar. Und wenn dann nebenbei gesagt wird, das können wir leider nicht für die Fotos tun, weil wir da rechtliche Hindernisse haben, dann möchte ich sagen, das ist fast ein Argument, das ist viel überzeugender als alles, was ich bisher an juristischen Argumenten vorgebracht habe. Nämlich da kann man sagen, so geht es, wenn wir rechtliche Fußangeln nicht habt. Lieber Gesetzgeber, überleg dir doch mal, was du alles ermöglichen könntest, wenn du uns diese Fußangeln abnehmen würdest. Jetzt aber, alle waren sehr positiv gestimmt. Wie sieht das bei John Weizmann aus? Beginnt das goldene Zeitalter der Zusammenarbeit? Ja, das ist jetzt schwer, einen Ton zu treffen, der weder überheblich noch irgendwie depressiv ist. Also ich muss jetzt versuchen, irgendwie in der Mitte zu bleiben. Also das von goldenen Zeitaltern zu sprechen, kann man sowieso immer erst in der Rückschau, glaube ich. Aber ich bin ganz ermutigt dadurch einfach, dass ich gesehen habe, was hier für eine, ja, neudeutsch würde man sagen, Ownership, also was hier für eine Identifikation der Institutionen mit dem Thema Zusammenarbeit zu sehen ist einfach, und zwar nicht im Sinne von einer Absichtserklärung oder einer Zukunftsvision, sondern tatsächlich im Sinne von einem gelebten Arbeitsalltag. Und das goldene Zeitalter, ja, naja, also ich würde mir vielleicht noch ein bisschen was wünschen dürfen, wenn ich jetzt hier schon auf der Bühne sitze. Und zwar an dem ersten Punkt, der in der Einleitung auch kam, also dieses Zusammenarbeiten wollen, zusammenarbeiten dürfen und es dann auch tun. Das Zusammenarbeiten wollen ist, glaube ich, tatsächlich ein größerer Schritt vielleicht, als man sich das immer so vorstellt. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass man eben nicht nur den Blick richtet raus aus der Institution oder in den Bezugsraum der Institution, sondern auch die Bereitschaft dahin richtet. Also tatsächlich mit einer inneren Haltung sagt, wir sind auch bereit dazu, eben dann auch die Probleme oder die Schwierigkeiten der Zusammenarbeit in Kauf zu nehmen. Und vielleicht ist die Zukunft noch rosiger, wenn sich Institutionen auch, also wenn nicht mehr so sehr diese Dichotomie oder diese Aufteilung gemacht wird in hier ist die Institution und da ist die Außenwelt, hier ist die Institution, da sind die Communities, was ja häufig in der Sprache einfach so ist, sondern dass sich die Institutionen selber auch als Teil der Communities wahrnehmen oder einer bestimmten Art von Community halt wahrnehmen. Community auch ein furchtbar abgegriffenes Wort inzwischen. Aber ich glaube, diese Haltung, also diese Haltung, glaube ich, ist das, was uns dann automatisch in der Zukunft, glaube ich, in die richtigen Kooperationen führen wird und auch einfach tolle Ergebnisse erzeugen wird, wenn man sich so wahrnimmt, dass man eben doch mit seiner Umwelt letztlich in diesem Austausch steht, wie das eine Community natürlich per se tut und wie das auch jeder weiß. Aber vor allen Dingen auch Miriam Wenzel hat das ja auch erklärt, wie sie das selbst sieht für ihr Haus und für diese Art von Institution, das vielleicht ein bisschen generalisieren. Und dann ist die Zukunft, glaube ich, gesichert. Gesicherte und rosige Zukunft. Sehen das alle hier so? Ich frage das jetzt mal außerhalb dieses Podiums auch ins Publikum hinein. Ich meine, wer hier noch sitzt, gehört zum harten Kern, der hat auch eine Meinung. Und deshalb bin ich schon auch daran interessiert, die Meinung aus dem Publikum zu hören. Wer sieht,
wer hat Zweifel an dieser rosigen Zukunft oder wer hat Ängste oder wer hat, sieht Probleme? Na, niemand, das ist ja wunderbar. Ah, doch, wunderbar. Schön. Ängste ganz allgemein oder wollen Sie es noch mehr konkretisieren? Darf ich... Also wenn es um die Digitalisierung geht, genau, mein Name ist Barbara Ficht, ich arbeite für das Herder-Institut für historische Ost-Mitteleuropa-Forschung und wir sind ein Forschungsinstitut und haben eigene Sammlungsbestände und wir haben des Öfteren Geldgeber im Haus, die dann auf unsere Zahlen gucken und gucken, wie viel ist denn digitalisiert. Und ich muss wirklich sagen, oft habe ich den Eindruck, die Geldgeber haben keine Ahnung, was Vergleichszahlen sind und haben einfach viel zu hohe Erwartungen. Und wir stehen ständig vor dem Druck, einerseits sollen wir Open Access gehen, andererseits haben wir die hessische Gebührenordnung und diverse Einschränkungen, sodass wir unsere Sachen gar nicht frei zur Verfügung stellen oder frei und kostenlos zur Verfügung stellen können. Ich habe da große Sorgen. Wir sind eigentlich in einem permanenten Rechtfertigungsdruck und eine Strategie, die ich mir jetzt überlegt habe, ist, ich gehe jetzt mal hin und recherchiere die Digitalisierungs- und Erschließungszahlen der großen Einrichtungen, zum Beispiel des Bundesarchivs, um dann einfach mal Vergleichswerte auch angeben zu können und sagen zu können, unsere vergleichsweise kleine Einrichtung hat im Vergleich zu einer vergleichsweise großen Einrichtung die und die Prozentzahlen und einfach um das nochmal greifbarer zu machen. Ich weiß nicht, ich wollte das jetzt einfach nur mal so ganz allgemein in den Raum stellen, dieses Dilemma. Ich habe den Eindruck, es steht insgesamt viel zu wenig Geld zur Verfügung. Ich bin sehr skeptisch, was die nationale Forschungsdateninfrastruktur betrifft. Die Millionen, die da im Hintergrund eigentlich lauern müssten, um uns alle gut zu versorgen, was das Thema Langzeitarchivierung, Digitalisierung und so weiter betrifft, Rechteklärung als Aufwand, die sehe ich nirgendwo. Also von daher bin ich da eher skeptisch. Man muss ja trotzdem einen Schritt weitergehen und dafür sind wir hier und dafür sind Kooperationen super und ich habe auch viele Anregungen mitgenommen, aber insgesamt finde ich es einen echt beschwerlichen Weg. Dankeschön. Patrick McDonough, Sammlungsdinge aus Berlin. Wir beraten kleine bis sehr große Museen bei Digitalisierungsstrategien und Inventarisierungen. Und ich sehe ein großes Problem darin, dass sozusagen die obere Schicht klappt, aber unten drunten in den Institutionen sind einfach nicht genug Kräfte und nicht genug Wissen da, um eigentlich sozusagen die Daten, die ja das neue Öl sein sollen, wirklich auch zu schaffen. Und, bevor wir alle Fragen vergessen, zur ersten Bemerkung wollte Miriam Wenzel, zur zweiten möchte ich gerne antworten. Nein, ich wollte eigentlich was auf deine Frage sagen. Anknüpfend an was John Weizmann gesagt hat, wollte ich sagen, unsere Kooperationspartner als Museen werden natürlich auch immer mehr unsere Besucherinnen und Besucher, und zwar auf Augenhöhe. Und das ist ein Riesenwandel für Museen, Besucherinnen und Besucher nicht mehr als das zu verstehen, die man irgendwie verführen muss und die irgendwie gar nichts wissen, sondern Besucherinnen und Besucher eben auf Augenhöhe zu begegnen, einzubeziehen in die Entwicklung der eigenen Programme. Und das ist noch ein langer Weg. Aber ich wollte was Politisches sagen. Ich finde, dass Zusammenarbeit zunehmend von politischer Bedeutung ist. Und ich sage das gerade auch als jüdisches Museum. Vor unseren Augen vollzieht sich ein wirklich großer Wandel, von dem wir, glaube ich, noch nicht genau wissen, was er genau bedeutet. Ich weiß, was er für uns bedeutet. Und ich weiß, dass diese Haltung der Offenheit hin zu unseren Besucherinnen und Besuchern für mich zunehmend eine Haltung des Mutes ist und eine Haltung, wo ich auf Zusammenarbeit und Kooperation angewiesen bin. Und ich denke, dass das, was entstanden ist in den letzten Jahren, auch sozusagen als politisches Statement verstanden werden muss. Darf ich kurz als Außenstehender vielleicht zur Frage der nicht vorhandenen hunderten Millionen, die Sorge da hinten betreffen, sagen. Ich glaube, das ist umgekehrt ein tolles Beispiel, wo vielleicht noch mehr Zusammenarbeit zwischen den Institutionen das politische Gewicht erzeugen kann, um diesen Zustand abzustellen. Genau wie der das politische Gewicht erzeugen kann, andere Dinge vielleicht nicht einfach laufen zu lassen, sondern zu gestalten, ist das an der Stelle genau ein Beispiel für Kooperation, die vielleicht
wahrscheinlich, Paul kennt sich da am besten aus, noch ausbaufähig ist. Das nur als, ich meine, ich kann Ihnen das Geld jetzt auch nicht geben, deswegen wollte ich, aber ich wollte trotzdem darauf eingehen. Nein, nein, das, klar, Ihnen ging es um die gesamte Infrastruktur, genau. Ja. Aber wenn diese Landschaft nicht zusammenarbeitet, um diesen politischen Druck zu erzeugen, dann wird sie gegeneinander ausgespielt. Ich glaube, das ist durchaus richtig, dass wir als, also wir, die Gedächtnisinstitution insgesamt, auch zusammenarbeiten müssen, was die politische Formulierung ihrer Interessen angeht. Herr Hollmann, sehen Sie das auch so? Ich würde da gerne was zu sagen, weil ich diese Angst sehr gut verstehen kann. Wir haben sie schließlich gerade in der Kooperation mit Wikimedia praktisch erlebt. Wir haben vor einigen Jahren, was waren das, 80.000 Fotos für Wikimedia bereitgestellt und haben damit in gewisser Weise ein Desaster für uns erzielt. Denn nachdem das Lob da war, dass wir mutig sind, sowas zu tun, kam der Tadel, weshalb wir nur diese 80.000 und nicht das 80.000 erste auch noch haben, nämlich gerade der nächste, der seinen Artikel illustrieren wollte und da nichts fand. Und das hat in sehr kurzer Zeit zu einer regelrechten Überhitzung geführt, dass wir eigentlich in unserem kleinen Bereich, ich habe immer gesagt, das ist ein kleines Archiv, in dem kleinen Bereich Bildarchiv nur noch für diesen Aspekt gearbeitet haben. Und dabei war diese Gleichung Bundesarchiv zu einer neuen Unbekannten hin aufzulösen, nämlich die, wie bekommen wir möglichst viele weitere Bilder in Wikimedia hinein, gekoppelt mit dem neuen Effekt, dass heute gerade durch die Publizität, die wir damit erreicht haben, selbst bei Bildern, bei denen wir uns sicher waren, uns in einem gesicherten rechtlichen Rahmen zu bewegen, auf einmal Nachkommen und Nachnachkommen mit Erbscheinen auftreten und sagen, aber da haben wir noch digitale Rechte dran und ihr Bundesarchiv habt uns das nicht, das Recht hattet ihr nicht, jetzt wollen wir pro Bild 10 Euro, 15 Euro, bisweilen gibt es da ganz groteske Vorstellungen. Also die Angst insgesamt vor diesen Dingen kann ich sehr gut verstehen, gerade weil solche Mechanismen greifen. Und das, was das Fatale ist, ist, dass nachher niemand hingeht und sagt, also wir haben das ja irgendwann dann gestoppt und haben gesagt, wir können jetzt nicht mehr. Nicht, weil wir das nicht wollen, sondern weil wir es wirklich nicht können. Und kritisiert wird dann die Institution, die nicht kann. Und nicht kritisiert wird die Politik, die nicht für die Randbedingungen sorgt. Das ist dann eine ganz fatale Rückwirkung auch in der Institution. Wenn Sie sagen, sich als Teil der Community sehen. Also ich glaube, meine Kolleginnen und Kollegen haben sich sehr stark als Teil der Community gesehen, um auf einmal dann sich ein Stück weit von der Community zurückgestoßen zu fühlen und dann zu sagen, also auf einmal waren wir nicht mehr diejenigen, die was mutig gemacht haben, sondern jetzt waren wir die Bösen, die nicht mehr mitspielen wollen. Also ich glaube, da muss man dann auch über die Formen der Kommunikation innerhalb dieser Community nochmal diskutieren und auch klar machen, was sind eigentlich die Wirkzusammenhänge, damit es am Ende nicht die Institutionen sind, die wir ja den Kostendruck und den Druck von vielen Stellen aushalten müssen, die auf einmal als die Versager dastehen, sondern dass das Versagen von Gesellschaft insgesamt hier zum Tragen gebracht werden muss. Denn wenn wir uns ja einig sind, dass in einer digitalen Gesellschaft Kulturgut auch digital zugänglich sein soll, ich glaube, da sind wir uns ja ohnehin alle einig, dann kann man nicht erwarten, dass das zum Nullkostentarif entsteht, sondern dann muss man auch einer Gesellschaft klar machen, dass es auch ein Stück Erbe antreten ist, nicht nur Erbe produzieren, sondern auch ein Stück das Erbe antreten ist, hier die Institutionen in die Lage zu versetzen, da wirklich Teil der Community zu werden. Eine kurze Bemerkung noch zur Frage, ja, ich gehe gleich darauf ein, wo es denn hakt? Ich muss aus meiner Erfahrung sagen, es gibt es alles. Es gibt die Institutionen, da arbeiten die Chefs gut zusammen, aber in den unteren Ebenen funktioniert es nicht. Es gibt aber genauso auch die Situation, wo die Eitelkeit von zwei Chefs dazu führt, dass eine Kooperation offiziell nicht läuft, dass aber die Leute unten auf der Arbeitsebene dann ausgleichen. Insofern
wehre ich mich da ein bisschen dagegen, dass immer sozusagen auf die untere Ebene. Es gibt das Gegenteil genauso, also gerade bei der doch ausgeprägten Eitelkeit vieler in unserem Bereich. Das gehört ja fast zu unserem Berufsbild dazu, gibt es das leider auch. Nicht hier, und hier funktioniert das auf allen Ebenen. Das ist schön. Es war jetzt noch eine Frage dort. Schönen Tag, mein Name ist Rudolf Sauer. Auf der Buchmesse habe ich in einem Buch des bedeutenden Staatsrechters Karl Schmidt gelesen. Und der sagt, er habe sich mit der Frage beschäftigt, wem gehört eigentlich das Urheberrecht an einem Film? Das war irgendwann in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und er kam zu keinem befriedigenden Ergebnis. Und wenn man von diesem Ergebnis ausgeht, können wir sagen, eigentlich gehört das Urheberrecht an jedem Buch irgendwo der Gemeinschaft, die die Grundlagen geliefert hat, damit das Buch überhaupt entstehen kann beispielsweise. Also was das Urheberrecht an älteren Filmen gibt, da würde ich dem sogar zustimmen. Es ist nahezu unmöglich, die Rechte zum Streaming eines Films aus den 20er Jahren rückwirkend zu klären. Ich denke, Herr Hollmann wird das bestätigen. Es ist hoffnungslos und das ist eins dieser Punkte, wo wir alle zusammenarbeiten wollen, aber wo es die Rahmenbedingungen sind, die es extrem schwer machen. Und auch da wieder, wir brauchen mehr Zusammenarbeit, um das auch zu formulieren. Denn es wird etwas gefordert an Zusammenarbeit, es wird etwas gefordert und gleichzeitig werden aber die Voraussetzungen dazu, dass es überhaupt passieren darf, nicht geschaffen. Hier müssen wir einfach gemeinsam unsere Forderungen artikulieren. Darf ich noch eine Sache sagen? Ich glaube, das Argument vorhin, mit dem es funktioniert auf der großen Ebene, aber nicht auf der kleinen, war, glaube ich, auch gemünzt auf, es funktioniert bei den Leuchtturminstitutionen und bei den anderen nicht, also nicht nur innerhalb der Institutionen. Ich weiß nicht, ob das so gemeint war. Ich wollte nur sagen, ich habe auch Institutionen erlebt, die sehr, sehr klein sind, wo man eigentlich gedacht hätte, das schaffen die gar nicht. Die schaffen es überhaupt nicht, mit den Problemen oder mit den Vorarbeiten für eine Zugänglichmachung fertig zu werden. Und sie haben es doch geschafft. Und da denke ich, es liegt vielleicht gar nicht so sehr an dem, ja, an der, weder an der Größe noch an der Position in der Struktur Gedächtnisinstitutions-Community. Es liegt vielleicht tatsächlich doch auch an den Einzelpersonen, die dann eben bereit sind, in das Wasser zu springen und ja, die Dinge möglich zu machen, die sie vielleicht selber noch kurz vorher nicht für möglich gehalten hatten. Ja, nochmal herzlichen Dank für alles. Und zwar so anknüpfend an das, was vorhin gesagt wurde, Herr Dr. Holtmann, welche Kosten, also welche Gelder mussten Sie tatsächlich bezahlen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oder ja, wie ist das ausgegangen? Und dann zu diesem Punkt an den Moderator eine Frage. EU-Richtlinien, Verordnungen, ich habe mich zufällig im Rahmen eines Projektes damit beschäftigt. Die Bücher sind ja voll mit diesen Verordnungen und vieles wird ja dauernd verändert und verbessert. Wo fehlt es denn ganz genau? Geht es in Richtung Urheberregelung, dass da noch vieles offen ist? Wo sind die Lücken? Also ich finde, die Leute schaffen sich Toten, da heißt es immer, die tun nichts, die machen nichts, aber es gibt Bücher dazu und so weiter. Ja, danke. Wo sind die Lücken? Also ich kann da vielleicht ganz kurz und ganz allgemein darauf antworten. Es ist tatsächlich so, dass das Urheberrecht den Umgang mit dem kulturellen Erbe im Digitalen extrem erschwert. Das liegt daran, dass die Schutzdauer des Urheberrechts sehr, sehr viel länger ist als die eigentliche kommerzielle Auswirkung. Keiner redet davon, dass irgendwie ein neues Buch erscheint und dann erstmal vermarktet werden muss und dass damit Geld gemacht wird. Aber nachdem dieser Prozess abgeschlossen ist, das gilt für Filme genauso und andere Güter genauso, interessiert sich im Grunde kaum noch jemand für die Rechte. Es gehen auch die Dokumentationen dafür verloren. Es weiß auch niemand mehr, wer welche Rechte hat. Das ist aus dem kommerziellen Verwertungszyklus raus, kommt in die Institutionen, ist Teil unseres kulturellen Erbes, aber wir wissen plötzlich nicht mehr, wer hat da noch welche Rechte dran, was können wir machen. Und sobald wir es aber digital nutzen wollen, müssen wir diese Urheberrechte klären, weil im Digitalen eben jede Nutzung eine Vervielfältigung ist und damit jede Nutzung urheberrechtlich relevant ist. Das ist eine fundamental neue Situation, die wir vorher so nie hatten. Und wir haben das hier ja auch sehr schön gesehen.
die Beispiele von großartigen Kulturprojekten, wo wirklich viel gemacht werden konnte, ich denke an den Vortrag von Herrn Schinova oder auch von Herrn Locher, das waren Materialien, die eben nicht urheberrechtlich geschützt waren. Mit denen kann man das machen, mit den anderen geht es nicht. Das ist sozusagen das Grundproblem. Als ich könnte jetzt auch gerne noch drei Stunden darüber sprechen, auch 30, aber das hat hier keinen Zweck. Wir alle wissen, dass das so ist, wir wissen aber auch, wie schwer es ist, das zu ändern. Also ich kann zu den Preisen jetzt nichts sagen, weil das sehr unterschiedlich ist. Es gibt einige, das sind ja dann in der Regel Erben, denen wir klar machen können, dass eigentlich der Wert, den wir darin investieren, dass wir die Dinge aufbewahren, digitalisieren, zum Teil mit Hilfe von Wikimedia ja auch quasi nutzbar gemacht haben, dass wir damit ja die Dinge eigentlich erst lebendig gehalten haben und auch die Voraussetzung für eine weitere angenommene finanzielle Nutzbarkeit geschaffen haben. Aber unter Umständen, manche sehen dann ein und sagen, eigentlich habt ihr recht, vielen Dank dafür, toll, dass die Bilder meines Vaters, meines Großvaters, also Fotos sind in der Regel, noch gesehen werden und genutzt werden, eigentlich eine tolle Sache. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ja, wir wollen gerne, ihr habt damit einen Mehrwert erzielt, ihr habt euren, zum Teil auch ideellen Nutzen damit, Ehre, wenn Sie so wollen, davon wollen wir auch was abhaben. Und im Ernstfall können wir dann gezwungen werden oder sind wir dann gezwungen, die Bilder wieder aus dem Internet, auch aus unserem eigenen digitalen Bildarchiv rauszunehmen, weil wir dem dann nicht entsprechen können. Und das ist eine sehr schwierige und sehr unbefriedigende Situation, weil hier das Urheberrecht ganz gegen den Auftrag der Gedächtnisinstitutionen geht, die Dinge nach Möglichkeit ja so weit wie möglich, so nah wie möglich und so hürdenfrei wie möglich an die Leute heranzutragen. Das ist ein Dilemma, das können wir in Verhandlungen zum Teil auflösen und da, wo wir es nicht auflösen können, können wir es mit Geld normalerweise nicht beheben. Wollte, Sie hatten gerade gesagt, also alle Zusammenarbeiten sind gut. Ich verkürze es jetzt ein bisschen. Ich glaube, was für mich auch noch in der Konferenz sehr stark rausgekommen ist, ist, dass wir uns durchaus Zusammenarbeiten strategisch denken können und strategisch denken müssen. Und dass da an manchen Stellen auch noch ein Potenzial ist. Und ich fand Ihren Einwand, wer ist die Zielgruppe, also mit wem sprechen wir, sehr wichtig. Und würde da wirklich auch noch mal für plädieren, dass wir über strategische Zusammenarbeiten mit Institutionen oder Communities oder Gruppen nochmal weiter darüber nachdenken, wie wir da eben auch unser kulturelles Erbe noch sinnhafter und strategischer und damit auch identitätsbildender zum Beispiel für Kinder und Jugendliche, für Geflüchtete einsetzen können. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die noch, so sehe ich das jetzt auch aus meiner täglichen Arbeit, wo noch Potenzial ist. Und dieses Potenzial erfordert auch, dass wir ein bisschen darauf reagieren, was wollen denn die anderen von uns überhaupt, also welchen Zugang zum kulturellen Erbe suchen die. Aber ich glaube, da ist auch noch Know-how, was wir dann wieder in eine so strategische Zusammenarbeit vielleicht einbauen können. Da gibt es ganz viel, aber ich glaube, das wäre noch so ein Fazit, was ich mir zumindest aufgeschrieben habe auch. So, das Fazit klingt schon sehr nach Schlusswort. Ich denke, das sollten wir jetzt auch bald einleiten. Peter Bubesdinger hat noch eine Frage und danach, nachdem wir die beantwortet haben, würde ich auch alle bitten, dann noch ein kleines Schlusswort zu sprechen. Peter. Bezüglich der Urheberrechtsherausforderung. Es gab vor ein paar Jahren in Österreich die Initiative mit Kunst hat Recht, die Riesendiskussion über, wie machen wir das mit dem Urheberrecht, dem Veröffentlichen und so weiter. Im Zuge dessen gab es einen Vorschlag von, ich weiß nicht mehr wem, es war in einer Podiumsrunde, und zwar, dass die Rechteinhaber und Inhaberinnen das quasi aktiv ihrerseits verlängern müssten. Du schüttelst den Kopf. Das wäre sehr vernünftig, das ist nicht durchsetzbar, und zwar, weil das Urheberrecht zu einem sehr hohen Maße durch internationale Verträge geprägt wird und die zugrunde liegende internationale Urheberrechtsübereinkunft, die Berner Übereinkunft, sieht vor, dass keinerlei Formalitäten
vorgeschrieben werden können, um diese Rechte wahrzunehmen. Es ist natürlich möglich, solche internationalen Verträge zu ändern, aber Berner Übereinkunft, John, was sind das, 120 Länder, die das machen müssen? Ich glaube mehr, und vor allen Dingen, es gilt das Einstimmigkeitsprinzip, das heißt, da reicht ein Land, da reicht Papua-Neuguinea aus, was dagegen ist, eine solche Änderung vorzunehmen, und damit ist faktisch die Berner Übereinkunft nicht zu ändern. Also. Gut, dann, wir haben noch was vor uns. Also wir haben hier noch Schlussworte, weil ich denke, jeder hier, wir haben hier den harten Kern derer, die zusammenarbeiten wollen für das kulturelle Erbe, und jeder hier auf dem Podium hat hoffentlich diesem harten Kern noch etwas zu sagen. Ich habe noch zu danken, das wird lange dauern. Und außerdem haben wir draußen noch Wein, um weitersprechen zu können. Also jetzt zunächst, John, was hast du dem harten Kern zu sagen? Schade, ich dachte, ich habe das letzte Wort. Ich habe eigentlich vor allen Dingen meine Freude Ausdruck zu verleihen, dass der harte Kern immer größer zu werden scheint und dass ich glaube und hoffe, dass in Zukunft noch einiges an Überraschungen aus dieser Gruppe entstehen wird, was wir heute noch gar nicht kennen. Soll ich weitermachen? Also ich habe mich mehrfach beim Zuhören hier in diesen zwei Tagen gefreut, dass Menschen offenbar sich begegnet sind, intellektuell, die sonst in verschiedenen Tagungen nur unterwegs sind. Und das hat einfach manchmal Klick gemacht, das hat funktioniert, und das finde ich an diesem Format hier, dieses Zusammenarbeitens, zusammen in einer solchen Tagung sitzen, gut, dass wir aus unseren Domänen rausgehen und breiter miteinander reden. Das war das Positive. Ich möchte aber auch einen kleinen Mollton sagen, wer hier fehlt, das sind die, die eben nicht Interesse an Kulturerbe haben. Und das zu wecken oder das in die Gesellschaft reinzutragen, dass das was Wichtiges ist, das wird immer bedeutender, weil Kulturerbe durch Urheberrecht und durch den langen Schutzzaun, den wir da haben, so weit weg ist von uns und von unserem täglichen Leben. Und ich sehe das bei uns, unsere Bestände sind nun mal erst seit 1912 gesammelt worden. Sie können davon ausgehen, dass es alles unter Urheberrecht liegt, bis auf wenige Ausnahmen. Wir können damit gar nicht raus. Und das ist so ein Jammer, dass man nicht einmal die 30er, 40er Jahre freigeben kann. Ich glaube, dass wenn wir nicht stärker locken und stärker der Politik und der Gesellschaft klar machen, dass Kulturerbe etwas ist, was jeden angeht, dann wird uns letztendlich die starke Nutzung im Internet wird gegen uns arbeiten, weil unsere Sachen dann nicht da sein können und weil die Klickraten woanders sind, und damit werden wir verglichen. Und das ist so meine ständige, wenn wir über Angst reden, dann ist es der Trieb der Politik, auf Klickraten zu gucken und dann das Kulturerbe natürlich unten runterfallen zu sehen. Ja, also Angst, also wenn ich überhaupt eine Angst habe in diesem Kontext, dann ist es vor allem die, dass die intensiven Bemühungen, jetzt rede ich wirklich nur fürs Bundesarchiv, aber das gilt für viele andere Häuser eben auch, gar nicht so richtig wahrgenommen werden, weil wir uns eben konzentrieren müssen und nicht auf allen Fronten gleichzeitig sind. Also niemand hätte, glaube ich, vor 20 Jahren daran gedacht, dass wir kurz davor stehen, im Jahr 2019 gewaltige Mengen des Archivguts, Bildguts, Filme zum Thema Weimarer Republik, und demnächst kommen ja die Zentenarien wirklich im Stundentakt, dass wir da die Dinge in einem Maße online stehen haben, dass Gesellschaft sich mit diesen Themen auseinandersetzen kann, wie wir das noch nie hatten. Das hätte vor 20 Jahren keiner auch nur ansatzweise darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten bestehen. Also meine Angst besteht immer nur darin, dafür getadelt zu werden,
dass wir nicht gerade das getan haben, was ein ganz bestimmtes Segment von Interessenten tut und dass wir da nur auf bedingtes Verständnis treffen. Ansonsten glaube ich, ohne fortschrittsgläubig sein zu wollen, dass ich eine große Hoffnung habe, dass sich Dinge geschehen, wenn wir begreifen, dass in der Zusammenarbeit auch über die ansonsten bestehenden Hürden hinweg, also ähnlich wie die DDB, die über Bund-Länder-Grenzen hinweg arbeitet, dass wir da beginnen, die Grenzen niederzureißen, die Kollaborationen zwischen Bund und Ländern, Ländern und Kommunen, dem öffentlichen Sektor und dem privaten Sektor betreffen, dass wir dann, sobald wir diese Hausaufgabe gelöst haben, sehr viel weiterkommen werden. Und die Hoffnung ist eigentlich schon da, dass wir als Gedächtnisinstitution eben nicht im Nirvana oder nach hinten versinken werden, weil das, was wir online präsentieren, irgendwann dann doch für uns steht. Und selbst wenn die Zahl der Benutzerinnen und Benutzer vor Ort nachlässt, im Moment sehe ich, dass die Zahl der Benutzerinnen und Benutzer im Netz in einer Weise zunimmt, dass man damit wirklich, wie sagt der Rheinländer, auch strunzen kann. Also wie sagt man das sonst, prahlen kann, ja. Also ich vertrete ja eigentlich grundsätzlich immer die Haltung, dass wir das Digitale und das Verhalten im sozialen Raum zusammendenken müssen. Und dementsprechend würde ich auch, wenn es jetzt um ein Resümee geht, gerne nochmal mich zurückbeziehen auf die erste Eröffnungsrede über Europe. It's about shared cultural heritage. Und das als eine politische Aussage verstehen wollen. Also dass die Haltung des Teilens und des sich auf ein Verständigen über ein gemeinsames Kulturerbe mit Differenzen als eine Verständigung über Werte zunehmend eine politische Verständigung wird und ein wichtiger politischer Akt in einem Europa, was in der Krise ist. Und mir ist es wichtig, aus der Perspektive eines jüdischen Museums dazu beizutragen und Teil dieses Verständigungsprozesses zu sein. Danke für die Vorlage, weil ich mache kein Resümee, sondern erlaubt mir eine kleine Werbung zu machen und Einladung auf einfach das nächste Jahr, was ja durch die Europäische Kommission als europäisches Kulturerbejahr ausgerufen worden ist. Deutschland war da sehr aktiv und wir werden in Deutschland ein sehr intensives Programm haben mit ganz vielen großen und kleinen Bausteinen. Wir haben uns in Deutschland dazu entschlossen, dem Jahr den englischen Titel, dafür haben wir sehr viel Schelte bekommen, Sharing Heritage zu geben. Aber wir haben da lange für gestanden und haben gesagt, das ist eine programmatische Aussage. Und ich glaube, diese Aussage passt hier auch in diese Runde ganz wunderbar, dass man einfach sagt, Kulturerbe ist etwas Gemeinsames, man kann es miteinander teilen. Teilen bekommt, heißt aber auch etwas zu bekommen. Man kann Erfahrungen miteinander teilen. Also es gibt ganz viele Assoziationen, die wir ja schon leben. Und wir haben jetzt im nächsten Jahr nochmal die Möglichkeit, dieses Gelebte auch in die Breite der Öffentlichkeit und in der Politik nochmal deutlich sichtbarer zu machen. Und da hoffe ich, dass wir uns bei Veranstaltungen und dann auch wiedersehen. Und danke auch nochmal für die Möglichkeit, dass wir das in diesem Jahr hier schon sozusagen etwas beginnen durften, die Diskussion. Ja, das ist ja eine wunderbare Vorlage. Eine wunderbare Vorlage, um darauf hinzuweisen, natürlich machen wir weiter. Also Zugang gestalten wird es auch im nächsten Jahr geben. Ich kann jetzt schon sagen, dass es grundsätzliche Bereitschaft auch der Partner gibt, das weiterzumachen. Wir werden im nächsten Jahr das Thema Europa in den Mittelpunkt stellen von Zugang gestalten. Und für mich ist das im Grunde schon der Verweis auf das, was kommen wird, wie auf Stichwort der Anlass, auf das, was jetzt gewesen ist, zurückzublicken und mit den Danksagungen zu beginnen. Ich muss damit jetzt beginnen, das wird nämlich lange dauern, denn diese Konferenz ist tatsächlich nur möglich, weil alle und weil Sie alle, die Sie hier sitzen, weil Sie, die Sie gekommen sind, weil so viele Menschen zusammengearbeitet haben. Ich beginne mal mit
Und das muss ich jetzt einfach an dieser Stelle tun, mit der Hausherrin. Einen ganz herzlichen Dank an Elisabeth Niggemann, dass wir hier sein durften. Ich glaube, das teilen alle. Frau Niggemann, Sie waren eine wunderbare Gastgeberin. Ich danke sehr, dass wir hier sein konnten. Ich danke natürlich auch Miriam Wenzel. Vorgestern ging es schon los im Jüdischen Museum. Ich danke David Kleingast und Anke Meerbold vom Deutschen Filminstitut. Wir hatten dort gestern einen wirklich sehr vergnüglichen und lehrreichen Abend. Ich danke natürlich den Referenten und Referentinnen, allen, sie alle aufzuzählen, das ist mir zu gefährlich, weil da werde ich jemanden vergessen. Ich danke den Partnern. Also diese Konferenz ist nur möglich, weil viele Institutionen dazu beitragen, jeder auf seine Weise mit unterschiedlichen Beiträgen, aber die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat sich an der Vorbereitung beteiligt, besonders Frau Hagedorn-Saupe, das Bundesarchiv, natürlich Herr Hollmann, herzlichen Dank. Beate Rusch von der Servicestelle Digitalisierung war dabei. Dank auch nochmal an die DDB, an Frank Frischmuth, an die Stiftung Historische Museen Hamburg, an Boris von Notz und natürlich an das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz, Herr Rauhut und John Weizmann, Wikimedia Deutschland, ebenso Barbara Fischer, ist sie noch hier? Nein. Und an das ZKM Karlsruhe. Wir haben das zusammen konzipiert und wir haben das zusammen organisiert. Die Umsetzung dann, die brauchte ein starkes Orga-Team, ein starkes Team hier in der Nationalbibliothek. Herzlichen Dank an Steffen Kromm und Tobias Schmidt für die Technik. Ganz ehrlich, ich habe es seit langer Zeit nicht mehr erlebt, dass eine Konferenz technisch so reibungslos verlaufen ist. Ganz herzlichen Dank auch an Frau Vera Marz. Frau Vera Marz ist die Frau, die hier in der DNB alles organisiert hat. Ganz herzlichen Dank. Ohne sie wäre das hier nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank auch an Wiebke Dahlhoff, die in der Vorbereitung sehr, sehr viel gemacht hat und an Anna Heitzmann. Anna Heitzmann ist wirklich eingesprungen vor einer Woche, vor einer Woche, als ich wirklich mit dem Rücken an der Wand stand und nicht wusste, wo mir der Kopf steht. Und sie hat mir diesen Kopf wieder freigemacht und sie hat mir den Rücken freigehalten. Herzlichen Dank an Sie. Auch an Lilly Iljev von Wikimedia, die mir sehr geholfen hat. Marie Welter, die hat in der Zeit davor auch schon die Tweets über Zugang gestalten und die Social-Media-Arbeit gemacht und natürlich allen studentischen Hilfskräften, die hier dabei waren und die sich ja alle an dem Schal, dem Seidenschal erkennen konnten. Herzlichen Dank an Sie alle. Und herzlichen Dank an dieses Publikum, an den harten Kern derer, die hier zusammenarbeiten wollen. Eine Konferenz ist immer nur so gut, auch wie das, was vorne gesprochen wird, aufgenommen, diskutiert, weitergedacht und weiterentwickelt wird. Und da bin ich hier sehr zuversichtlich und ich glaube, wir fangen da gleich bei einem Glas Wein mit an. Herzlichen Dank.